Ey, wie ist die Bericht? Bruder, der hat vor dir mehr Angst im Dunkeln als vor irgendeiner Gestalt. Oh mein Gott, Bruder, ich dachte, da ist was. Ich dachte, da geht irgendwas auf der Straße. Wie ihr seht, wir haben es gerade 2.02 Uhr und wir haben natürlich wieder nichts Besseres zu tun, als um 2 Uhr in den Wald zu fahren. Weil, ich meine, ein normaler Mensch macht sowas ja auch. Und ein normaler Mensch würde die Kamera gerade halten. So. Ich muss echt sagen, ich habe Angst. Hast du auch Angst? Ja. Bruder, ich habe gar keinen Bock rauszugehen, ich schwöre. An der Stelle, wenn jetzt irgendwelche Kommentare kommen mit, ey, Angsthase, guck mal, wie alt du bist, du hast immer noch Angst in dem Wald. Geh selber, ich werde auch mit 25 noch Angst in dem Wald haben. Das hat sich bei mir als Kind eingeprägt, dass man in dem Wald Angst haben sollte. Abgesehen davon, dass wir keine Menschen dort treffen, stellt euch mal vor, einfach ein Fuchs krault so ein bisschen meinen Fuß. Warum machen wir das wieder? Kann ich nicht irgendwie sowas tagsüber drehen oder irgendwie so ein Greenscreen benutzen, als wäre es abends? Weiß, ne? Würde ich jetzt ernsthaft ein Mensch hier mit einer Maske sehen oder so? Ich bin der Letzte, der hier hinkommen würde. Ja, ich weiß. Ich glaube, wenn ich hier jemanden mit einer Maske sehe, komme ich auch nicht nochmal hin. Nimm mal bitte die Kamera mit, Digga. Weil ich habe so ein. Mein Arzt meinte, ich soll meinen Finger nicht belasten. Ehrlich? Ja. Du weißt selber, ich würde das dahin tragen. Kann ich so halten? Ja, Bruder, ist es. Ich wusste gar nicht, dass dieser Typ von Scream, von Scare Movie, dieser Scream, hier in dem Wald chillt, Digga. Lieber Wald, ich meine es ernst. Ist hier jemand, dann bitte einen Ton von sich geben. Du kleiner Hund, ich schwör auf alles, das ist null witzig, ne? Ich muss es, glaube ich, wieder nicht erwähnen. Ihr seht es im Titel. Heute machen wir wieder ein Nicht-Erschrecken. Natürlich in einem sehr guten Ort. Was ist das? Auf Ernst, das klingt richtig gruselig, ne? Für die Leute, die vielleicht nicht lesen können, wir drehen heute wieder ein Nicht-Erschrecken-Video im Wald. Für die Leute, die sich fragen, warum Wald? Wir wollen mal ein bisschen was Neues reinbringen. Auch beim letzten Teil hatte ich das Gefühl, steig lieber nicht aus und drehe das lieber einfach zu Hause. Aber ein Mann, ein Wort. Der zweite Teil wird jetzt wieder im Wald sein. Und ich muss sagen, ich habe jetzt diesmal mehr Angst als das letzte Mal. Erstes Video. Mein Gott, Bruder, ich hab schon längst rausgemacht. Ich war schon längst draußen, ich schwöre, ich war schon längst raus aus dem Video. Bruder, mein Herz. mein Herz, Bruder, weißt du, was bei mir im Herz abging? Bruder, für mein Herz musste ich mich eigentlich entschuldigen. Ich habe wieder keinen Bock auf das Video, ich schwöre, ich habe wieder Angst. Ihr wisst es, ich habe Angst, abends mir so eine arabische Dinge anzugucken. Das war diesmal kein Arabisch, das war eine andere Sprache, das hat mir noch mehr Angst gemacht. Das war Russisch oder so, ich schwöre. Aber ein Mann, ein Wort, wird... Oh, Bruder, ich hab Angst. Mein Gott. Oh, ich hab Angst, Digga. Ich hab alles. Ich hab Angst. Er sagt, hör mal auf zu schreien. Soll ich leise schreien oder was? Bruder, ich krieg das nicht hin. Ich schwöre, ich krieg das nicht hin. Wisst ihr, was noch lustiger ist? Ich muss ja Breezy noch nach Hause fahren. Und den Rückweg, wer ist da bei mir? Okay, ist ein Mädchen. Nicht dein Ernst, ne? Also das Video kann ich mir, wenn du willst, auch was weiß ich wo angucken. Da habe ich wieder keinen Bock drauf, wenn ich dann Rollstuhl sehe in einem Krankenhaus. Das Video hat keinen Ton, das macht mir noch mehr Angst. Der Rollstuhl bewegt sich, glaube ich, gleich. Oh mein Gott, was war das? Okay, ich höre jetzt was. Er atmet, das ist komplett ruhig. Bruder, ich Ballschub. Sieh, I fucking. Oh mein Gott. Du. Da, ich höre aber nichts. Wofür die Angst gerade? Entschuldigung, können Sie bitte weg? Ja. Tja, mach so. Ja, sorry, Bro, ich wollte nur nach einem Foto fragen. Das war jetzt das zweite Video, ne? Das dritte Video. Kann man das hier irgendwie bei 3 Videos lassen? Alles klar, Leute, wir sehen uns. Das war's mit dem Video. Vergesst nicht, einen Daumen hoch da zu lassen. Die meisten von euch sind auch so schadenfroh. Die freuen sich gerade darüber, dass sie mir ein Video schicken konnten. Jemand schickt mir einen YouTube-Link. Willst du mich verarschen? Bruder, guck dir das mal an, wenn ich solche Bilder sehe. Wie soll ich mir das angucken, Bruder? Oh, Bruder, hör doch auf. Und dann noch grünes Licht. Ey, Bruder, ich kann mir das nicht angucken. Mein Gott. Wenn jetzt einer schreibt, dass ich Angsthase bin, dann komm verdammt nochmal selber in den Wald, stell ein Stativ auf mit dem Licht, wo du den Hintergrund nicht siehst und guck dir solche Videos mit AirPods an. Wenn du das machst, schick mir ein Video. Ich schau auf alles, du kommst meine Instagram-Story. Wir machen das jetzt so. Breezy guckt sich das Video an. Komm her. Von wo kommst du? Oh, Abo. Ich dachte, du kommst von rechts. Abo. Ich habe mich noch nicht so erschrocken. Ich tue jetzt so, als würde mir das keine Angst machen. Und es wird mir auch keine Angst machen. Ja, Cam, schön deine Haare, komm. Cam, guck mich an, komm. Guck mich an, Junge. Damit auch bei mir bebt die Erde, Junge. Bist du auch da? Hallo? Ja. Bruder, bei mir hat die Erde gebebt in den Ohren. AirPods runtergefallen, ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Bruder, wer hat mir das verdammte Video geschickt? Asia? Bruder, ich hab Gänsehaut am ganzen Körper, ne? Ich auch, ich schwöre. Bruder, weißt du, noch schlimmer ist? Ja. Genau dieses Mädchen steht hinter dir.
Das Ding ist, ich habe wie viel Akku noch? 12%. Ich hoffe, mein Handy ist durch die Kälte gleich eingefroren und mein Handy geht aus. Dann können wir nicht weiter drehen. Horror Hospital. Das klingt wieder fröhlich, ne? Ey, ich habe keinen Bock mehr, ich schwöre. Junge, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Bruder, ich habe Angst. Bruder, streckt der das auf 10 Minuten oder was? Oh. Ey, ich schwöre auf alles, ich habe Angst. Ey, ist ein Kind? Ist ein Kind gewesen? Da war ein Kind. Ich glaube, da war ein Kind, da war ein Kind, da war ein Kind. Was macht die alte Frau? Geh zurück ins Zimmer. Das Video ging mir eindeutig zu lang. Jemand schreibt mir, ich bin auch im Wald. Ich höre es auf jeden Fall, aber... Ich schwöre auf alles, hier ist was angegangen. Ich habe mir gerade selber eine Bombe gehauen. Ich weiß nicht, ob das auf der Aufnahme drauf ist. Hier steht es gerade, Bildschirmaufnahme in Fotos gesichert. Ich glaube, so laut, wie ich reingeschrieben habe, ist dieses Tier wieder weg. Friro. Nein, als ob. Das Ding ist, ihr müsst euch vorstellen, ich weiß nicht mal, ob das hier drauf ist, weil hier steht gerade Bildschirmaufnahme abgebrochen. Ihr seht es vielleicht hier, guck mal, Luciano Trippin. An der Stelle schönen Gruß, Luciano. Mir ist noch nie so das Herz in die Hose gerutscht. Ich habe aus Versehen auf Play gedrückt und dann ist die Musik auf voller Lautstärke angegangen. Ich habe wirklich keinen Bock mehr auf dieses Video. Ey, weißt du, wovor ich gerade noch mehr Angst hätte? Wir drehen ja jetzt gerade hier, ne? Stellt euch einfach mal vor, ich kriege jetzt einfach einen Snap zugeschickt oder eine Instagram-Nachricht, wo jemand ein Video aufgenommen hat und auf dem Video sieht man einfach, wie wir hier gerade filmen. Oh mein Gott. Mein Arzt hat mir gesagt, ich soll ab und zu, wenn das Licht zu sehr in meinem Gesicht ist und zu lang, einmal kurz hinter die Kamera. Dass es runtergefallen ist, ist dir auch scheißegal, ne? Entschuldigung, kann mich helfen. Ja, Büsi, wie fühlst du dich jetzt gerade derzeit? Alles klar, viel Spaß. Ich gönne dir das Video. Bruder, er ist sogar im Wald. Was laberst du? Das ist einfach ein Mensch. Oh mein Gott. Oh! Da, Alter. Was ist das für ein Ton? Ja, weißt du, was mir gerade auffällt? Nein. Das sieht so aus, als hättest du hier einen Elektroschocker, Junge. Mach so, Digga. Das würdest du lustig finden. Die Person ist nur aufgestanden. Ja, ja, nur aufgestanden. Normaler Mensch steht so auf, ne? Wenn ich glaub, und jemand weg, dann stehe ich genauso auf. Und der ist an unserem Kofferraum. Da. Hör mir keine Angst, Mann. Ich krieg grad das zurück, was ich immer bei den kleinen Kindern gemacht hab. Du nein. Boah, hier kommt was. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Ihr könnt sagen, ich bin ein Angsthase oder ihr seid Angsthasen. Aber versetzt euch in die Situation. Geht von mir aus selber in den Wald und macht es selber. Was da mit dem Herz abgeht, das ist nicht normal. Ich wollte so schnell wie möglich die Videos gucken, weil ich einfach so krass Angst hatte. Wir haben es jetzt mittlerweile auch in 20 Minuten 3 Uhr. Ich glaube, es ist auch gut, dass wir vor 3 Uhr hier weg sind. Ich schwöre auf alles. Das war der LKW, von dem ich geredet habe, wo Standlicht an war. Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, wenn ihr Bock auf noch einen Teil habt, lasst einen Daumen hoch da. Aber lasst verdammt nochmal bitte keinen Daumen hoch da. Ich will das Ding nicht nochmal drehen. Ciao.